Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquaria. Wir haben in der letzten Folge unseren ersten großen Boss besiegt und unsere Energiegestalt war es, glaube ich, erhalten. Wir können damit so Energiesalbengeschosse von uns abschießen und damit Gegner besiegen. Und ja, wir schauen uns auch die. Wir haben uns dann auch in der letzten Folge nochmal unser Zuhause angeguckt, unsere Schatzkammer. In der ist ja dann. Einen Schatz gab für uns, und zwar diesen Stoßzahn hier vom Boss. Aber wir machen doch mal direkt weiter und schauen mal, wo wir uns als nächstes so hinbegeben können jetzt mit unserer neuen Fähigkeit. Und zwar gucken wir dazu mal auf die Karte. Das war ja das Gebiet, der erste Tempel. Da werden wir auch wahrscheinlich nochmal zurück müssen. Ich mach mal lieber meine Energiegestalt. Dort ging es in den ersten Tempel. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hier um. Da können wir jetzt den Stein entfernen. Na komm her, du Stein. Da ist noch ein Stein. Da ist aber nichts dahinter. Aber in diesem Gebiet waren wir auch noch gar nicht. Hi. Was seid ihr denn für lustige Gesellen? Es scheint auf jeden Fall eine Art größerer Gegner zu sein. Den wir einfach mal besiegen, würde ich sagen. Wenn das denn überhaupt möglich ist. Das will ich haben. Verziehen wir uns mal kurz und besiegen die kleinen Dinger hier. Sammeln die Items ein. Das war ein Volltreffer. Aber thank you.
Ich habe, glaube ich, noch nicht wirklich viel Chance gegen den. Deswegen verschwinden wir erstmal wieder. Und gucken erstmal, dass wir irgendwo Energie herkriegen. Gegen den haben wir noch keine Chance, soweit, glaube ich. Und was bist du für einer? Ich brauche Energie. Oh, unser erster Tod. Das war nicht gut. Ja, und wir starten natürlich am letzten Speicherpunkt. Aber gut, bleibt die Karte uns erhalten vielleicht sogar? Nein, natürlich nicht. Nun gut, aber wir wissen, dass wir da nicht weiterkommen. Erstmal. Dass es in der Sackgasse ist mit einem schweren Gegner. Aber ich habe da schon so eine Vermutung, wo wir... Wo wir denn lang können. Und ich möchte auch gar nicht länger jetzt hier die armen Gegner hier malträtieren. Den einen vielleicht noch. Bin ich jetzt hier richtig? Da fehlt die Kugel. Okay. Ich hätte gedacht, da kämen wir schon durch. Dann schauen wir noch mal hier oben. Den Stein brauchen wir nicht mitnehmen. Passt hier eh nicht durch. Oh, hi. Ah, sind das diese Schnellreisepunkte vielleicht? Das sind, glaube ich, diese Schnellreisepunkte. Also wenn wir noch so eine zweite Schildkröte finden, können wir zwischen diesen schnell hin und her reisen. Bringt uns natürlich jetzt gerade noch nichts, da wir ja noch nicht ins nächste Gebiet jetzt irgendwo reingefunden haben. Da brauchen wir eine Kugel. Wo kriegen wir also die Kugel her? Da. Damit können wir jetzt oben lang. Das ist doch schon mal was Positives. Die ist auch schon aufgeladen. Vielleicht geht da direkt das Tor auf. Und einsetzen. Zack. Tor geht auf. Und schauen wir, wo wir hinkommen. The rush of new waves greeted my ears as I glided into undiscovered waters. Though a chapter of my life had ended, my journey was far from over. Open Waters, neues Gebiet. Wieder viel zu erkunden.
Ein Speicherkristall. Game saved. Okay, wir nehmen den Stein einfach nochmal mit. Komische Pilze wachsen hier. Wir haben wieder mehrere Wege zur Auswahl. Oben lang, unten lang. Ich glaube, den Stein lassen wir jetzt auch mal hier liegen. Oben lang, unten lang. Strömungen. Jede Menge Strömungen. Und natürlich Gegner. Ich will aber noch wissen, was da unten ist. Da treibt uns die Strömung aber weg. Dann halt hier unten lang. Auch da ist Strömung, wo wir nicht durchkommen. Na gut. Also doch hier oben lang. Also da kommen wir noch nicht hin. Also geht's ja nur hier geradeaus weiter. I discovered a fallen statue of a race that resembled my own. Though it had collapsed from many years of decay, it still marked the way to those who had built it. Perhaps if I followed, I would find more of my kind. Na, werden wir da wohl noch mehr von uns finden? Also von unserer Art? Zumindest können wir nur hier lang. Sieht aber schon beeindruckend aus hier. Der wirft damit irgendwelchen Zeug nach uns, das ist natürlich nicht so gut. Da ist etwas hinter. Na, da bist du. Auch den haben wir erstmal ruhig gestellt. So, wir können jetzt nach rechts, aber auch noch hier oben gucken. Ich will aber erstmal hier oben gucken. Okay, da oben ist Sackgasse. Erstmal. Bin mir ziemlich sicher, wir bekommen später noch etwas, womit wir auch durch die Strömungen ungehindert schwimmen können. Ah, wieder so ein Springteufel hier. Wieder ein komisches Ding entdeckt, wovon wir noch nicht wissen, was es ist. Was? Ein fieser, gemeiner Fisch.
Okay, der ist gepanzert. Den können wir auch die Panzerung gar nicht so wirklich wegnehmen. Aber was ist das? Das machen wir einfach mal kaputt. Und holen uns, was es fallen gelassen hat. Was bist du denn für ein... So, der stört uns auch nicht mehr. Holt doch gar nicht auf die Karte. So, damit du uns nicht weiter störst. Eben den richtigen Ton angeschlagen. Wieder in einen größeren Raum. Ah, ziemlich viele Geschosse fliegen hier gerade rum. Der hat was fallen gelassen, das will ich haben. Ein Auge. Ich sehe die Blume hinter uns. So, unter uns, also hinter diesem Pilz, was auch immer. Hier oben war noch so ein Spawner. Wahr. Betonung liegt auch wahr. Nein, ich wollte unten diese Blume noch mitnehmen. Die ja hier war. Jawohl. Okay, wir haben die Wahl nach oben. Rechts ist Strömung, kommen wir nicht lang. Und unten können wir noch. Würde ich erstmal unten schauen. Quirlige, kleine, schnelle Dinger. Und ein Speicherpunkt. Weiter nach unten, würde ich sagen. Wieder so ein Ding. Nein, den Stein wollte ich doch gar nicht. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Aquaria. Euer Herr Mango. Bye, bye.